Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder was Neues, habe ich von meiner Geschäftspartnerin zugeschickt bekommen. Und zwar Acrylmarker von dünn, dick bis mega dick. Kann ich auch mal zeigen hier. Richtig cool. Mir geht es darum, ich habe viele Marker schon ausprobiert und ich habe auch, ihr seht hier, ich habe hier bloß einige zum Zeigen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber, genau, Fall runter, wenn ihr Bilder habt mit Zellen und wollt vielleicht Konturen nachzeichnen oder irgendwas noch dazu malen, erwischt ihr ja meistens nie den richtigen Farbton, weil die Marker natürlich wieder andere Farben haben. Hier könnt ihr eure eigenen Acrylfarben damit auffüllen und dann nachzeichnen. Also das ist einer Punkt, aber ich finde ein ganz wichtiger Punkt für uns, gerade für Bilder nachbearbeiten. Ihr könnt natürlich abstrakte Bilder damit auch malen. Das sind so viele Möglichkeiten. Sind auch gar nicht so teuer, die Dinger. Ich werde sie auch unten in die Beschreibung reinsetzen. Da könnt ihr dann schauen, wo es zu bekommen ist. Also nicht von mir, das ist eine Geschäftspartnerin. Von denen habe ich die zugeschickt bekommen. Okay, wenn es euch interessiert, ich zeige euch, wie man sie auffüllt, wie man sie zusammenbaut. Wichtig für euch dann. Also wie so eine kleine Anleitung und dann lasst uns einfach starten. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann das nächste Video wieder. Okay, dann bis gleich. Ich hole euch nach unten runter, dann seht ihr es besser. Also mein Gesicht braucht ihr eh nicht sehen. Friseure haben immer noch zu, dadurch nicht ganz so toll. Bis gleich. So Freunde, hier sind die Marker. Bevor wir vielleicht anfangen, wie gesagt, ist eine Geschäftspartnerin von mir, die auch diesen Cell Creator entwickelt hat, dass ihr auch Bescheid wisst. Okay, es gibt verschiedene Größen, die ganz klein mit einer ganz dünnen Spitze. Ich hebe es jetzt mal richtig rein, dass ihr es auch seht. Und das ist eigentlich wie so eine Plastikspitze, wo ich eigentlich gedacht habe, es funktioniert nicht, weil das saugt ja nichts ein. Aber funktioniert. Dann gibt es da solche. Das sind die dickeren. Da habt ihr dann auch verschiedene Sachen. Also zum Beispiel hier so geriffelt. Die dicken. Normale Spitzen. Und natürlich dann die ganz fetten. Hier die dünnen, das sind so Filz. Die haben auch so vorne eine dünne, flache Spitze, also eine pinselähnliche Art. Dann runde Spitzen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und natürlich die ganz dünnen auch nochmal. Das gibt es eigentlich so alles. Und den dicken brauchen wir jetzt fast nicht füllen. Ich zeige es euch einfach mal. Die gehen am Anfang etwas schwerer zu und das gibt sich aber dann. So, ich habe auch mal Angst davor gehabt, trocknen die aus oder funktionieren die überhaupt richtig. Seht ihr, das ist zum Beispiel eine ganz dünne Spitze. Deswegen zeige ich euch das mal. Es funktioniert und die sind da drin eigentlich auch luftdicht. Man kann so sagen. Also im Prinzip so, so und so. Hier zum Füllen, also ihr braucht gar nicht so viel Farbe anrühren, weil es sieht mehr aus, aber so viel passt da gar nicht rein. Aber es ist lang ausreichend. Genau, einfach zusammengesteckt. Oder ich mache es mal andersrum, dann verwechselt man es auch nicht. Hier muss ja die Spitze rein. Und hier seht ihr dann diesen Mechanismus, da könnt ihr dann nachdrücken, um wieder Farbe rauskommen zu lassen. Das wird hier einfach drauf gesteckt. Dann kommt dieser, ja ich sage jetzt einfach mal, Deckel ist ja das hier, aber diese Kappe wird drauf geschraubt.
und Deckel drauf dann, ne? Klar. So, und hier könnt ihr sehen, man kann hier pumpen, also praktisch Farbe nachpumpen. Ich sage es jetzt bloß für die, wo noch nicht so mit Marker gearbeitet haben. Habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, kann ich eigentlich auch sagen, das ist mit Rosa. Da seht ihr das dann, wie es aussieht. Also nicht gucken, das war mein erster Versuch, da ist auch ein bisschen was, ups, ich muss die Kamera halten. Hier sieht man dann schon, ist am Anfang übergelaufen. Hier habe ich jetzt einfach mal die von Zola Rocha genommen, weil die halt recht dünnflüssig sind. Aber ihr müsst sie wirklich dünn anmischen und das möchte ich nämlich mit euch dann durchgehen. Ich zeige es euch aber mal geschwind. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist normal, das ist fast Fotopapier ähnlich, also ziemlich glatt. Also ihr könnt hier nachpumpen. Und da seht ihr jetzt mal, das ist die ganz dünne oder die dünnste Spitze. Da könnt ihr eure Bilder auch signieren, wenn ihr möchtet. Ne? Timo. SCH, wie auch immer. Dann ist dieser dickere Stift hier. Ihr seht es hier. Der ist jetzt mit Filz. Drücke ich auch mal ein bisschen nach. Da könnt ihr dann wirklich, keine Ahnung. Ihr seht auch hier, wenn ihr mal schneller fahrt, es gibt dünne Striche, also ähnlich wie beim Pinsel, wenn ihr schnell fahrt. Und wenn ihr langsam fahrt, einen dickeren, ihr könnt natürlich auch nachpumpen. Und etwas abtrocknen lassen und dann einfach nochmal drüber ziehen, dann wird es auch schön deckend. Also ihr könnt da von dünnfarbig bis deckend, also wie gesagt, abstrakt oder sonst was. Ich kann es euch mal zeigen. Komm, ich nehme hier. Also ein älteres Bild. Ist jetzt auch nicht die passende Farbe, sage ich jetzt mal. Aber hier sieht es eigentlich, weil das ist dieses Rot-Violett. Ich nehme jetzt einfach mal den dünnen Stift, dass ihr das mal seht. Dann kann ich hier praktisch nachzeichnen. Ihr hört, es kratzt ein bisschen, das ist jetzt dieses Plastikspitze. Ihr könnt jetzt dicke Striche machen, wenn ihr schnell seid, könnt ihr es auch noch etwas verstreichen. Aber danach ist es trocken. Ihr könnt da wie gesagt die Zellen nachmalen, ausmalen. Ihr seht, jetzt ist schon trocken. Nur so als Beispiel. Ich habe hier diesen braunen Stift, den dickeren, wo ist er denn? Falsch. Ja, da habe ich aufgepasst. Ich glaube, da ist er. Der hier. Den habe ich auch schon gefüllt. Und zwar, das ist dieser hier. Und das Coole ist halt, natürlich auch, ihr könnt drücken, Farbe nachholen. Ihr könnt hier beide Striche ziehen oder natürlich solche Rillen. Das ist halt das Coole. Also wie gesagt, auch in abstrakten Techniken gut zu verwenden. Genau. Ja. Komm, ich male euch was, damit es euch nicht so langweilig ist. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So auf die Schnelle. Kleinen Elefant. So, weg damit. Gut, pass mal auf, was machen wir denn? Das ist der schwarze. Ja, komm, weil die sind cool. Wie gesagt, das ist so diese
zweitkleinste Größe, aber das ist schon Filz. So, jetzt schrauben wir den auseinander. Stecken wir aus. Die Kappe einfach ablösen. So, und wenn das könnt ihr zusammenlassen. So, was nehmen wir denn? Ich nehme jetzt einfach mal hier das Türkis von Amsterdam. Nehmen wir einen Becher. Wie gesagt, ihr braucht nicht viel. Aber ihr solltet es doch etwas dünner anrühren, wie sonst gewohnt. So, das reicht schon. Und jetzt etwas Wasser dazu geben. Also wie gesagt, mit Sollo Gocha oder solchen dünneren Farben ist es besser anzurühren. Weil hier müsst ihr etwas länger rühren, bis sich das mit diesem Wasser vermischt, die Farbe. Aber ich war auch erst erschrocken, weil ich habe es hier, kann ich euch zeigen, habe ich es recht dick angerührt. Und dann kommt halt nichts durch. Also muss schon, die Marker sind recht dünn. Ich habe es auch mit Isopropanol probiert, also mit Alkohol. Aber Alkohol macht die Farbe, ja, es zieht sich damit Gummi, sage ich mal. Also es funktioniert nicht wirklich. Habe danach wieder Wasser dazu gegeben. Das habe ich mit dem Braun gemacht. Das war auch, ja, das Braun von Amsterdam, das Sienna gebrannt. Muss mal aufpassen, Kamera. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee und da hätte ich vielleicht auch schon früher selber drauf kommen können. Aber man hat so viele Sachen im Kopf, ihr wisst ja, so viele Ideen und man kann nicht alles machen. Aber einfach um, wie gesagt, Konturen nachzuzeichnen von den Zellen oder Bilder noch ausmalen, je nachdem wer vielleicht mit dem Pinsel nicht ganz so gut ist, wie mit solchen Markern oder Stiften. Das war jetzt gut gesagt, ne? Also sind ja nicht alle die großen Maler oder Zeichner, die diese Technik machen. So. Also noch etwas zu dick. Ihr müsst da wirklich etwas dünner machen. Darum zeige ich es euch auch, weil nicht, dass ihr daheim sitzt dann und nee, das funktioniert ja gar nicht. Also wirklich ganz dünn, weil es muss ja durchlaufen und das Filz saugt sich ja dann voll. Also fast wie Wasser, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich schon okay. Ich schaue mal, wie ich die anderen gemacht habe. Die habe ich fast noch dünner gemacht. Ich mache noch ein bisschen Wasser dazu. Also ihr seht, ich nähere mich immer Schritt für Schritt wieder an. Okay. Ihr seht, es ist wirklich wie Wasser. Aber das ist okay so. Das ist schön verrühren, dass halt alles, alle Klümpchen sich aufgelöst haben. Und dann ist gut. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mir vor langer Zeit mal aus China auch so ganz kleine Trichter kommen lassen, aber um es euch zu zeigen, es funktioniert selbst mit diesen Bechern, wenn ihr das langsam ankippt, zack, seht ihr, weil dann seht ihr auch, dass es nicht so voll macht. So, ihr habt gesehen, es geht schon einiges rein.
Ich bin jetzt so voll und es ist eigentlich fast schon zu voll, weil dieser oder dieses Pumpmechanismus, sage ich jetzt mal, braucht auch noch ein bisschen Platz, verdrängt dann Farbe. Und was ich fast vergessen habe, pass auf, jetzt mache ich nämlich eins. Seht ihr wieder schön den Vorführeffekt, aber ist ja gut für euch. Ich mache ein bisschen raus, weil hier haben wir noch so Kugelchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Also hier. Das sind, ihr kennt es vielleicht von diesen Markern, eine Kugel in die kleinen rein, in die dickeren, tut am besten zwei Kugeln rein. Das ist dann zum Schütteln wieder gut. Ihr kennt es ja hier, ne, da ist auch eine Kugel drin bei diesen Markern. Also haben sie schon was gedacht. Und das wollte ich auch noch sagen, weil die nimmt natürlich auch noch ein bisschen Blumen weg. So, jetzt einfach rein. Zudrehen und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Na, man kann ein bisschen schütteln, das passt. Ich hole vielleicht nochmal das Blatt her, damit es man auch sieht. Und dann müssen wir am Anfang, ja okay, das war jetzt natürlich ein bisschen viel schon. Am Anfang kann es sein, dass etwas mehr kommt immer, da müsst ihr auch aufpassen. Ist aber nur am Anfang, seht ihr. Jetzt habe ich die Spitze rausgezogen, das war natürlich auch genial. Da müsst ihr einfach am Anfang schauen. Wenn ihr nachtupft am Anfang, am besten vorher mal hier tupfen. Nicht auf dem Bild, nicht dass ihr hier dicke Tropfen habt. Muss man auch dazu sagen. Aber dann, und dann könnt ihr mal sehen, wie lang man mit einem Strich fahren kann. Ups. Ja. Und dann natürlich immer wieder einmal nachpumpen, dann kommt wieder neue Farbe raus. Also sie funktionieren richtig gut und das ist nämlich auch so ein Punkt. Also ihr kennt mich, ich bin keiner, der dauernd irgendwelche Werbung bringt oder sowas, sondern nur das, was mich selber auch fasziniert. Da könnt ihr ewig zeichnen. Und natürlich dann mit Deckel. Deckel zu. Dann sind die eigentlich auch luftdicht verschlossen. Und die halten dann auch. Also es ist nicht so, dass die gleich am nächsten Tag ausgetrocknet sind oder sowas. Sondern die halten dann ewig. Ja, und wie gesagt, ihr könnt da, wo habe ich es denn? Und jetzt habe ich noch Türkis hier. Ist zwar nicht dieses Türkis, glaube ich, was ich damals gemacht habe. Aber kann man schön was nachzeichnen. Ja, wie gesagt, das könnt ihr nicht ums Nachzeichnen, ihr könnt auch das komplette Bild dann ausmalen. Wie ihr das haben möchtet. Schön die Konturen nachziehen. Da ist dann wieder eure Fantasie, eure Kreativität gefragt. Aber das ist das Coole, ihr habt wirklich diesen, also jetzt hier nicht direkt, aber ihr habt diesen Farbton, mit dem ihr das Bild, jetzt habe ich es wieder. Ihr habt diesen Farbton, mit dem ihr das Bild gemalt habt. Und dann passt das auch vom Farbton her. Wie gesagt, am Anfang ist es noch ein bisschen, aber es gibt sich dann wirklich. Was kann ich noch machen? Egal.
Ich wollte es euch hier ja nochmal zeigen. Gut. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht auch nicht. Manche machen ja wirklich lieber dann mit dem Pinsel. Aber viele, denke ich mal, interessiert das auch. Und ja, wie gesagt, hier schaut mal her, abstrakte Bilder. Wenn ihr dann einen dicken Strich zieht. Da gibt es so viele Sachen, was ihr machen könnt. Okay. Ich will das Video nicht unnötig lang machen. Ich denke mal, ich habe alles gezeigt soweit. Falls ihr dann noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen rummalen. Mir gefällt das mit dem Braun hier. Also wie gesagt, komplette Striche. Ja, da kann man so viel machen. Das passt. Okay, Leute, ich male noch ein bisschen weiter. Ich übe auch noch. Ich habe es erst ganz neu bekommen. Dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht was gebracht, ich weiß es nicht. Der eine oder andere wird es nicht mögen, das kenne ich. Aber der andere sagt, ist was für mich. Und dann war es das eigentlich schon wieder wert, dass ich das Video gemacht habe. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.